Astro Boy, Berserk und Rosen von Versailles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mm, das ist lustig. Das ist halt. Es tut mir halt echt leid, ein bisschen für die Klassiker, ne? Die Klassiker, muss ich halt echt sagen, die leiden extrem. Das ist nicht fair, ja, dass wir die Klassiker neben Kindheitserinnerungen und Nostalgie mit reinbringen. Das ist einfach nicht fair. Ich versuche schon teilweise zu kämpfen, aber ja, ich sehe dann auch einfach. Also, ich sehe Lady Oscar nicht hier. Ich sehe es nicht. Den großen Kampf Astro Boy Berserk und Rosen von Versailles, ich sehe die Rosen nicht. Nee, Berserk hat es einfach nicht verdient, selbst bei der Verliererklasse. Was? Also, ja, ich bin dann für diese komische von Versailles. Ja, das zumindest. Mit Astro Boy finde ich hässlich, Berserk will ich nicht und da bleibt nur noch eins über. Ja, da muss ich jetzt aber mal ein paar gute Argumente für Lady Oscar rausbringen, ne? Das Charakterdesign ist ganz nett. Ja, ganz nett ist die große Schwester von Scheiße. Ja, gut. Aber es ist besser als bei Astro Boy, der dich direkt gesagt, das sieht scheiße aus. Das ist ein Argument, ja. Aber ja, und ich denke mal, Lady Oscar hat vielleicht diesem Shoujo-Genre noch was gebracht. Wahrscheinlich. In irgendeiner Form. Hm. Okay. Hm. Also der Artstyle von Osamu Tezuka und die großartige Zeichenkunst von Kentaro Miura scheitert an Lady Oscar. Miura kann gut zeichnen, zumindest die Monster, aber nee, Berserk, nein. Also wenn man jetzt sagen würde, was haben die drei gemeinsam? Du würdest jetzt einfach nur die ersten drei Bände von Berserk nehmen. Bevor du ihn hassen gelernt hast. Wenn ich nur das Teil von Berserk nehmen würde, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich Berserk noch mochte, ja gut, dann wäre Berserk vermutlich der Gewinner. Ja. Aber waren halt so die ersten, da waren die ersten drei Bände, dann halt der restliche Fantasy-Teil, das Rollen-Zeitalter, fand ich damals schon langweilig. Aber wie gesagt, es kam halt, wie ich schon von einem anderen Part sagte, der Manga geht kontinuierlich den Bach runter und ein Autor, der so sich so wenig um sein Werk kümmert, nee. Ist aber auch unfair, die Aussage, drei Bände lesen, weil wenn du das bei allen sagst, dann wärst du bei Rose von Versailles fast durch. Während du bei den anderen halt beim Anfang bist. Das ist halt ein bisschen unfair. Mhm. Nee, war nur so ein Einwand. Ich hab's ja selber nicht gelesen. Alles nicht. Also, es ist echt schwer. Ich finde es wirklich, es tut wirklich weh. Weil ich habe ja auch meine Meinung dazu zu Berserk und ich finde Astro Boy von der Thematik einfach so wesentlich spannender und interessanter und Berserk verliert sich ein bisschen in dem, was er eigentlich erzählen will, und das hat sogar Miura selber zugegeben, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wohin eigentlich. Er hat sich quasi in eine Ecke selbst gebracht, erzählerisch, von der Story her, wie von den Superkräften, weil, um jetzt mal zu spoilern, in Anführungsstrichen, Guts bräuchte ja in Berserk so ein mega abartiges Ultra-Upgrade, um überhaupt irgendeiner von den God's Hand mal nur anzukratzen. Weil im Moment, es ist einfach dieser Wolfsgeist oder was das da ist, dieser Geist des Zornes, der reicht niemals. Never. Also er müsste wirklich den Beheliten verwenden und ja. Ja, und dann wäre das dann halt auch schon so ein Moment, wo du sagen würdest, okay, das war jetzt schon krass, aber es ist irgendwie einfach viel zu eindeutig, wenn das passieren würde. Wäre ich ein bisschen enttäuscht. Naja, enttäuscht, ich meine, das ist das Naheliegende. Aber ja gut, ich meine, die laufen ja, die haben ja die ganzen Beheliten auch dabei, ne? Puck hat ja sein Behelit oder sein Behi oder wie genau. Baby nennt dann, glaube ich. Dann ist ein B-Lied dabei. Ja. Irgendwann wird es passieren. Ja, irgendwann wird den schon jemand benutzen. Ja.
Ja, aber ich sehe es auch ein bisschen ähnlich wie Nishi. Es ist einfach so, ja, Berserk war geil und wie gesagt, ich habe auch Bock, den nochmal zu lesen, aber ich habe im Moment keinen Bock, weiterzulesen, sagen wir es mal so. Und das schmälert für mich ein bisschen den Wert von dem Manga einfach. Bin trotzdem noch geil, ich finde ihn nicht scheiße, aber wenn ich jetzt so vor der Wahl stehen würde, die drei Manga liegen vor mir, was würdest du lesen? Ich würde Astro Boy wählen. Okay, wirklich. Tatsächlich, ja. Und mich dann somit auseinandersetzen. Ich habe erst neulich den GBA-Teil, ein wunderbares Spiel von Astro Boy, wo sämtliche Anspielungen von unterschiedlichen Charakteren aus Osamu Tezuka-Universen drin vorkommen. Und es ist so geil gemacht. So geil gemacht. Cool, ja. Es ist. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, aber halt GBA-Zeiten. Schon ein bisschen älter. Ist ein reines Prügelspiel so. Aber es hat Story von Astro Boy. Das heißt, du lebst auch so ein bisschen diese Astro Boy-Story mit. Aber dann gibt es sowas wie, dass es auch einmal heißt, ja, du hast einen Fehler gemacht und in der Story und du musst jetzt ein paar Zeitstränge zurück in die Vergangenheit und musst da irgendwas wieder hinbiegen. Dann kommst du auf einmal in eine andere Welt, die halt auch wieder irgendein Osamu Tezuka-Werk darstellt und so weiter. Das ist so cool gemacht, dass ich mich durch dieses Spiel auf Astro Boy fixiert habe und auf diese ganzen Universen und alles aus. Das ist tatsächlich ziemlich geil. Also Osamu Tezuka hat mehr gemacht als nur ein, zwei Story aneinander, sondern das, die geben tatsächlich in sich oft Sinn. Und das finde ich halt immer geil. Es ist wie so ein Universum halt, ne? So ein bisschen. Ich wusste nicht, dass es da so ein Tezuka-Multiversum gibt im Gameboy-Spiel, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt, sag ich mal, offiziell ein Ding ist, aber ich finde, so wie das GBA-Spiel das zumindest zelebriert und darstellt, macht es erstaunlich viel Sinn. Ja. Da muss ich mal meinen niederländischen Tezuka-Fanboy fragen. Dein Freund, der hat so das, alles von. Ja. Das wäre mal interessant. Das kannst du immer fragen. Es würde mich interessieren, ob die Geschichten miteinander verwoben sind oder ob die alle unabhängig voneinander sind und das einfach nur ein Special ist, sag ich mal. Ja. Das ist echt. Ja. Na gut. Ja. Ja. Lektor ist noch da? Ja, bin ich. Gut. Was ist deine Wahl? Ja, Lady Oscar, oder? Ja, weil ich kann mit allen drei, ich weiß zu allen drei Werken nichts und am ehesten hätte ich halt los wahrscheinlich auf Rosen von der Frau. Okay, krass. Huh. Ja. Dann Flo? Ja, wie gesagt, also ich würde mich am liebsten enthalten, weil ich habe bis auf, wie gesagt, ein bisschen Backstory, was man so von anderen mitgehört hat, ist eigentlich das Einzige, wo ich irgendwie die Namen von den Charakteren oder so kenne, das ist Berserk. Dann nimm halt Berserk, das passt schon. Das ist auch der Manga, wo du von den dreien am ehesten Bock hättest, oder? Ja, definitiv. Also, dann ist das Thema eigentlich vom Tisch. So, das heißt, wir haben zweimal Berserk? Zweimal Rosen von Versailles? Sind nicht euer Ernst? Nee, Quatsch. Doch, tatsächlich? Ja. Dann kann ich gar nicht Astro Boy nehmen, ihr Penner. Jetzt ist entscheidend, ist euer Ernst. Ja, entscheid dann mal. Ja, da bin ich einfach mal ganz frech. Weil ich kann es nicht mehr als wiederholen. Und ich sag jetzt, obwohl das keiner mit gerechnet hätte, ich würde sagen, die Rosen von Versailles. Damit habe ich total gerechnet. Ganz ehrlich, ja, doch. Das ist jetzt der Manga von den zwei, wo ich jetzt eher lesen würde. The End. Gut. Ihr könnt mich alle mal. So. Und dann ist natürlich die Frage. Das ist natürlich die Frage.
So dumm. So, ich glaube, das kann man, glaube ich, ganz schnell abhaken. Deswegen nächste Runde, Verlierer-Bracket. Verlierer kämpfen gegeneinander. Die Gewinner der Verlierer sozusagen. Dragon Ball gegen Lady Oscar, Rosen von Versailles. Wer gewinnt, ist eindeutig, oder? Muss ich irgendwas dazu sagen? Mhm. Es ist the end, würde ich sagen. Ja. Also da brauchen wir gar nicht mehr groß irgendwas. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Also hat Dragon Ball gewonnen. So.